Hey na, was geht ab, Leute? Light Gaming ist am Start und neben mir ist kein Mensch, aber an der anderen Leitung. Ja, genau, ich bin hier wieder dabei. Hey, oh Menschen von dem lieben Dark Gaming. Ich bin wieder Mr. Grumps and Giggles. Oder ich glaube, diesmal, ich habe mich ja schon Mr. GG jetzt genannt, weil ich glaube, ich finde das. Ja, ich habe mir gedacht, ich wollte eigentlich niemanden faken, so vom Namen her, und deswegen, darum geht es jetzt eigentlich nicht. Wir spielen jetzt wieder. Wir wissen ja, was gemeint ist, auf jeden Fall. Der Kanal ist unten direkt, das sage ich schon mal am Anfang. Ihr solltet ihn ja mittlerweile kennen. Korrekter Typ und so. In Klammern, ich mag ihn nicht, aber nein, Spaß. Er ist beruht auf Gegenseitigkeit. Genau, ich habe dich jetzt einfach mal erkonzeptet. So. So, ihr seht unsere Teams. Also, wie gesagt, ich sage es jetzt am. Okay, erzähl. Ja. Ich sag's jetzt am besten nochmal direkt, damit wir das schon mal geklärt hatten. Also bei seinem Kanal haben wir jetzt schon zwei Videos. Die sind auch, denke ich mal, schon hoch, wenn ihr das Video hier seht. Denke ich mal einfach. Mhm. Und ja, was wollte ich jetzt gesagt haben? Nein. Ich glaube, was wir hier genau machen, was es hier für eine Videoreihe ist von drei Videos, ne, höchstens. Ja, genau. Also wir haben schon zwei Videos bei ihm gemacht. Das war einmal Little Cup und NU, wo ich schmerzlich hart versagt habe. Und naja, so schmerzlich jetzt. LC ja, war sehr knapp. Ja, genau. Eigentlich nicht. Der LC nicht. Der NU war eher knapp. Aber okay, eigentlich auch nicht. Ist ja auch egal. Jetzt kommen noch zwei Videos bei mir auf den Kanal. Das in einem Video halt jetzt. Das ist jetzt einmal hier RU und danach noch OU. Und falls ich jetzt wirklich beide gewinnen sollte, steht es 2-2 und dann machen wir noch einen Uber-Kampf, der auf beiden Kanälen hochgeladen wird. Einfach so ein kleiner Wettkampf, so eine kleine Challenge zwischen den beiden Kanälen. Ja, genau. Ja, das ist einfach hier so ein kleiner Wettkampf hier zwischen uns beiden. Da haben wir uns gedacht, das wäre eigentlich ganz lustig, also machen wir das mal. Ja, das hat eigentlich voll Swag. Voll Swag, genau. Wie es der liebe Lightgame sagen will. Genau. Also Luigi's Steel ist mir ein bisschen im Dorn im Auge, muss ich sagen. Ja, ihr kennt ja Luigi's Steel, wenn ihr Mr. GG aktiv guckt, das Set, dann könntet ihr das kennen. Aber ja, ja. Da habe ich natürlich wieder den perfekten Start gezogen. Oh ja. Ich habe mir gedacht, das wäre doch ein guter Lied für alle deine Pokémon. Stimmt eigentlich. Jetzt die Frage, ob das ein Choice gab. Ich habe Angst. Alles gut. Alles gut. I'm sorry. Okay, dann sieht's aus wie Choice gab. Hey, es heißt so wie ich. Eigentlich ist es von Fan der Display, aber okay. Ach stimmt, du heißt ja auch Tim. Ja. Ich vergesse immer deinen Namen, ich nenne dich irgendwie immer Dark Gaming. Ja, ist doch no problem. Ah, das Team ist ja dein Ayu-Team, dein normaler Standard aus deinem Dingens. Aus meinem Ying without Yan oder Yan without Ying. Für die es nicht wussten, Yan Mega wird ja jetzt gerade gesuspect-testet und soll ja ins Underused verbannt werden oder ins BL, keine Ahnung. Finde ich gut. Finde ich auch. Wenn du das gut mit, sag ich mal, Choice Back spielst, dann haut dann das alles weg. Also ja. Das outspeedet ja auch nach zwei Runden eigentlich fast alles, sogar mit Choice-Care. Und ich habe das auch mal im Overuse gespielt, als ich mit Competitive angefangen habe in der 5. Generation. Also richtig Competitive und das hat einfach Teams zerstört. Das ist kaum zu glauben. Krass. Kann man sich gar nicht vor. Oh mein Gott, guckt mal, was das noch für Damage macht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, okay, immerhin einen Counter haben wir ja. Also wenn es Choice ist, dann ein kleiner Counter ist das. Das Problem ist, ich habe echt nichts, um in deinen Magneton auszuwechseln. Das ist echt bitter. Also ich weiß nicht, ob du das auch mit Hidden Power Ground spielst, also Kraftreserve Boden. Ich würde das machen, einfach wegen dem hier. Stimmt, das könnte ich mal machen, aber ich spiele das ein bisschen anders. Ich spiele das allgemein etwas komisch. Also nicht komisch, aber nicht so, wie man es häufiger sieht. Okay. Bin gespannt. Ja. Ich wüsste nicht, wie man das anders spielen könnte, also typisch Andy. Boah! Typisch Andy, typisch Andy, ein Meister der Streiche, ein Künstler. Oh Mann, Junge, das ist so ein Ohrwurm. Das ist aber immer noch eine der besten Kinderserien. Modus. Muss man sagen, typisch Andy war einfach cool. Wirklich, ich wüsste jetzt nicht, welches besser war. Ich geh jetzt mal Risiko. Nein! Lol, warum bist du schneller? Achso, du hättest Protect machen müssen. Prankster wirkt erst in eine Runde. Achso, stimmt, genau, das vergesse ich irgendwie immer. Aber ich bekomme natürlich den Burn, warum auch nicht. Das ist mein Angriff von 366 schon mal komplett weg. I have a plan, my friend. My friend. Ich weiß nicht, ob ihr meine Freunde seid. Nee, okay. Schade, ich dachte, du machst jetzt Destiny-Bond, dann könnte ich dich ein bisschen trollen, aber. Nee, das wäre blöd.
Na, ich fände es, also das wäre nicht blöd für mich, ne? Ja, ja gut, ich meine, ich gesagt, meine, dass das blöd. Ja gut, das habe ich. Okay, ich glaube, da habe ich die Def ein bisschen zu unterschätzt. Du Spanzkopf. Ja, das ist dann das Gute, wenn man King's Rock hat. Wie kann man so asozial sein? Sorry. Das ist voll gemein. Das ist eine 50%ige Chance. Ich, weiß, ich bleib einfach mal drin, dass... Oh mein Gott. Macht du Damage. Though. Too powerful. Brauch ich irgendeinen Wacky-Helm-User, ey? Okay, ich muss mal kurz gucken. 9 mal 4 sind 36. Fuck. Da bräuchte ich schon einen Crit. Aber du bist wahrscheinlich nicht Choice gehabt. 9 mal 5, 45. Ach ja, stimmt, nochmal 5. Fail! Okay. Aber ich habe zweimal nur 8% gezogen, das heißt, das waren nur 43. Aber gut. Bester Name: Paris Chilton. Danke! Also, eins muss man nicht lassen: Die Namen sind wirklich sehr gut ausgewählt. Das kann man echt nicht anders sagen. Ey, du bist gechoice Garf, das weiß ich einfach. Nein, bin ich nicht. Nein! Analytic Choice Picks. Ernsthaft? Ja. Ja, genau. Wahrscheinlich, aber gut, jetzt muss eins deiner Pokémon eins höchstwahrscheinlich sterben. Das ist mies, das ist sehr mies sogar. Jetzt das liebe ich einfach an Paris Hilton. Chilton, sorry. Es gibt zwar Pokémon, das auscountert, aber tatsächlich wenige. Warte, es gibt sogar, hier, wer heißt es? Dieses Geist, Pflanzen-Pokémon, das countet es eigentlich ganz gut. Also Gurgeist, super. Ich finde, Metagross kann es auch recht gut countern, wenn es kein Erdbeben drauf hat, was Paris Chilton sagt. Ja, Metagross ist ja underused, ne? Ja, das ist schon klar. Aber, ja gut. Ja gut. Ja gut. Ich glaube, Tim ist wirklich der Member, der am wenigsten Use noch hat. Wow! Warte mal. Wie viel Leben habe ich jetzt noch? 50? Ich sehe das gerade nicht, das ist ein bisschen verbannt. 50, ja, 50. Oh, nice. Ey, ist doch gut. Ey, Tim, was soll du dir? Du bist richtig gut, heute. Bin ich in Form? Oh, okay. Tschüss, Tim. Was? Was denn? Hat er überlebt? Flinch. Scheiße. Nein! Ich hab den Turn geskippt, also tue ich mir nicht an, die ganze Animation. Boah, Tim! Well trained! Tatsächlich, also wow. Spielst du das voll Def und voll KP? Physisch defensiv, ja. Boah, wie bulky das ist! How bulky is that shit? Mann, ich dachte, du machst irgend so ein... Ich weiß nicht. Kann das irgendwie Nasty Plot oder so? I don't know. Ich weiß es gar nicht. Aber es wäre ziemlich gefährlich, das darauf zu spielen, sag ich mal. Also mit Zorak und Jan Mega im Team ist wirklich sehr threatening. Okay, warte, ich guck gerade mal. Okay, ich guck gerade gar nichts nach, aber die Frage. Ich glaube, ich gehe das Risiko einfach mal ein. What? Yeah. Mein Young without Chin, ich liebe dieses Vieh einfach. Okay, oh, das wird jetzt GG, von hier aus GG sein, würde ich sagen. Oh mein Gott, dieses Ding. Das ist powerful, das ist ein richtiges Powerhouse. Welches Shade ist powerful? Ja, ich guck grad mal. Also, wie heißt es noch? Ja, mega. Boah, wie hat das einfach... Ich meine, 116 Spezialangriff und dann, sag ich mal, unendlich hohe Speed, das ist einfach krank. Das kann man nicht outspeeden, das ist unmöglich. Ja, eben. Ja, zumindest wenn man ein paar Project raus hat und dann Swag und so. Ja, außer mit, ich weiß nicht, First Strikes oder so, aber... Das ist auch ein Problem von meinem. Das Problem ist das Moldos, da habe ich irgendwie Angst vor. Okay, aber ich habe einfach mal einen Plan. Oh, nee! Ja! Okay, das tut mir jetzt leid. Ja, ist nicht schlimm. Ich habe mich auch in den ersten zwei Spielen sehr... Oh Mann! Oh Mann! Oh nein! Ey, Digga! Okay, ich wollte schon sagen, okay, ich mache jetzt einmal Giga Drain, damit es wieder fair ist und so. Weil ich echt. Ich dich gerade weggehext. Oh mein Mann! Airslash Miss, Flamethrower Quit, Burn. Es tut mir voll leid, ich will dich gar nicht hexen, Mann. Das ist voll scheiße. Nein, scheiße! Sehr gut. Ah, ich hatte eigentlich predicted. Was hast du da predicted? Den Drapion Switch? Ja. Ich kann jetzt auch nicht Shadow sneaken, weil das einfach gar nichts machen würde. Nee.
Destiny Bond, also das habe ich langsam gelernt. Also nachdem ich fünfmal oder so den Pokémon deswegen verloren habe, habe ich das gelernt, dass das wirklich sehr böse ist. Nee, das ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es genau das ist. Das habe ich mir gedacht. Oh. Oh, ja, das boah, jetzt hättest du jetzt den Burn bekommen. Ohne Scheiß, ich hätte dich im Wald verscharrt. Ich habe aber schon zweimal einen Burn durch Flammenwurf bekommen. Ne? Ja, von zwei Flammenwürfen oder drei. Keine Ahnung. That name, ey. Wait, ey. Ja, hallo, man muss es... Oh, man muss es einfach Razor nennen, ich bitte dich. Das stimmt. Mann, ich will doch nicht, dass es vorbei ist. Ich würde sagen, wir machen einfach aus Gag noch die anderen zwei Kämpfe. Oh, ich bin so ein Idiot, ohne Witz. Warum? Ich hätte einfach in mein Waschaktiv wechseln können. Ich vergesse, dass es Rockslide hat. Kann es sein, dass du irgendwie meine Taktik total wallst mit all deinen Pokémon? Ich meine... Keine Ahnung, ich hatte nur noch zwei, das sieht gerade sehr schlecht für mich aus. Okay. Aber ich muss auch sagen, hätte das jetzt nicht gereicht, stell mal vor. Ich meine, es ist doppelt resistent. Ich hätte gelacht. Ja, ich auch. Yeah. Tiny Iron Man! Ich hab Angst! Nein! Das wird mich jetzt sweepen! Du nicht sweepen, ohne Witz? Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, macht das Damage. Nein! Wenn du jetzt keinen Fehler machst, bin ich am Arsch. Oder wenn du jetzt einen Crit bekommst. Ich sehe es schon. Oh nee, okay, GG. Ich habe verloren, das geht nicht. Ich weiß, wie gut das Set ist, ich habe es selber gemacht. Und man kann da nichts machen, wenn man nicht mehr als ein Two-Hit macht. Also, und du kriegst Curse, also hast du gewonnen, GG. Ja, ich weiß, ich sehe es immer noch vor mir, dass ich das verliere. Nein. 100%. Also ich krieg Quit. Aber ein Quit, ich krieg jetzt Rest. Nein, doch. Oh. Mann, ich will dich gar nicht quitten. Ich will dieses Shiny Iron Man... Ich will's Work sehen. Ich will's Work machen sehen. Oh, es war ein kleiner Fehler von dir. Nee, war's nicht. Eigentlich... Na, es hat physische Defensive wie sonst was. Also. Ja, es hat 336 Def schon von alleine und dann noch jetzt 2,5-fach verstärkt. Das ist einfach über 1000. Wenn Klaus Combat jetzt killt, dann... Oder nee, es ist nicht mal über 1000. Tut mir leid. Nee, ich glaube Klaus Combat kills. Nee. Ja. Nein. Wenn du jetzt auswechselst, ist das ein Fehler von dir. Siehst du, 22. Das ist so buggy. Ich geh nochmal für Rest. Okay, du hast gewonnen, GG. Ja, weil ich wollte jetzt nicht, dass dein Roy Nicholas irgendwie so eine spezielle Attacke. Das hätte mein Iron Man nicht ausgehalten. Problem ist, ich kann es auch nicht ausdauern, weil ich keinen Toxic habe. Also mit Toxic kann ich es nicht ausdauern. Also, ja. Ja, eben. Tatsächlich jetzt. Ja, vor allem, weil ich auch noch Rest habe, dann könntest du das sowieso nicht. Wieso hast du nicht Sleep-Talk machen? Ach, ich hab. Oh. Juckt ihn nicht. Juckt mich einfach nicht. Ein Quit könnte wirklich das Aus für deinen Iron Man bedeuten. Na, sogar ein Quit würde nicht ausreichen. Doch, wird's. Nee, warte mal, 75% glaube ich. Weiß nicht. Keine Ahnung. Oh mein Gott, warum? Freunde, ich fass es nicht. Warum? Ich fass das jetzt nicht. Wieso kriegst du kein Iron Head? Mann, das ist voll gemein. Scheiße. Ich fass das nicht, Alter, der kriegt auch noch tatsächlich jetzt den Quit. Jetzt werde ich wahrscheinlich mit Julian Nicholas killen. Mann, das ist voll gemein. Oh Gott, ich hau ihn gleich. Jetzt wissen die, wie Schaden das macht. Oh nee, ich verliere das. Oh, ich könnte dich aussteuern, geil. Mann. Ich könnte jetzt vielleicht auch mal einen Quit bekommen. Irgendwann, vielleicht. Mann, krieg einen Quit, ich will noch weiterspielen. Random, vielleicht ein Quit, irgendwann mal. Immerhin noch mal die berüchtigten 69% Schaden. Ey, aber ohne Scheiß, wenigstens habe ich mit Ehre gewonnen. Mit Ehre. Verloren hast du. Ja, Mensch, ja. Okay, sollen wir denn trotzdem noch den OU-Kampf machen? Du hast zwar gewonnen, aber... Nein. Mann, das ist voll fies. Wieso muss ich immer dich weghexen? Das sehe ich nicht ein. Das ist voll gemein. Ich will nicht so gewinnen. Ich hasse das selbst, wenn ich immer mit Hex gewinne. Entschuldige ich mich immer irgendwie in den Chats, wenn ich irgendwie gegen so ein Rant spiele. Okay. Du solltest dieses Team kennen. Hier bitte ich dich, ganz epische Musik einzubringen.
Aureus immer grüßen. Nein. Nein, du sollst es nicht mehr machen. Ich habe hier auch ein paar Pokémon, die nicht im Aureus sind, mitgenommen. Genauer gesagt eins, oder? Ja, aber war mal Aureus, war mal Aureus. Ja. Und ich sehe nur Bisaflor und will... Oh mein Gott, Bisaflor und Heatran. Ich will mir die Kugel geben. Ja, ich dachte mir so, das könnte vielleicht so eine ganz gute Rache sein für die Hex, die ich bekommen werde, weil ich wusste einfach, dass ich Hex bekomme. Yo. Ne. Also, Heat für dieser Flugzeug, ich weiß nicht, okay, Dias Wardplay darf jetzt wieder lachen. Warum? Der hat sich letztes Mal über den Namen Hammerschwanz tierisch abgelacht. Ach ja? Was, Dias Wardplay? Ich glaube schon. Wenn jetzt nicht, dann ist das der mega über HDX-Fail. HDX? HDX. Oh mein Gott! Ja. 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 Aber, ja. Ach, kacke, du bist schneller. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. 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 Ich bin Morris. Also, wenn du Jolly bist, dann schade. Ja, den. Damit habe ich jetzt eigentlich schon meinen Ballon einfach nur komplett weggeschmissen, Idiot. Richtig. I really enjoy that. Aber vielleicht bin ich ja Choice gehabt. Vielleicht. Mit Nerbaloon bist du vielleicht Choice Guard. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte vielleicht auch noch Leftovers drauf haben, wenn ich Glück habe. Man weiß es nicht. Aber das wäre mal voll geil, so ein Tier, wo man zwei Items auf einen Pokémon spielen kann. Das wäre mies. Das wäre funny. Wie soll denn das funktionieren? Focus Sash und Weakness. Zweimal Erbaloon, also kriegst du. Muss man nicht zweimal treffen, um deinen Bodenattacke rauszuhauen. Ja, das wird irgendwie nicht bringen. Da kann ich auch direkt zweimal, sag ich mal, Surfer einsetzen auf. Ich bin dann ist es weg. Nö. Oh, stell dir mal vor, Heatran hätte noch so eine richtig krasse Recovery-Move. Das wäre so bitter. Lava hier, wow. Mann, diese Narben. Yo. Ach, ich sollte nicht overpredicten. Ich sollte nicht overpredicten, weißt du? Predicted. Dickhead. Du spielst Life Orb? Ja, ja. Okay, das ist Crack. Das ist sogar sehr gut eigentlich. Ja, ich weiß. Aber warum habe ich nicht auch predicted? Ja! Oh, ja! So verdient! Ach, ja, gut. So verdient! So verdient! Das stimmt. Den habe ich mir jetzt verdient. Jetzt deabonnieren mich wahrscheinlich alle, weil ich einfach nur die Hex des Todes gegen dich springe. Aber. So wie es aussieht, bist du Iron Fist. Ich hoffe es einfach. Fist. Sei einfach Iron Fist, bitte. Iron sei nicht Fist. Ganz. Sei bitte nicht ganz. Dass ich das gesagt habe, werde ich bestimmt nichts bereuen. Bisschen. Okay, das ist eigentlich die sinnvollste Aktion, die ich machen könnte. Du kannst mir nämlich gar nichts eigentlich. Ja doch, ich bin Erfahrung. Das ist natürlich jetzt eine Sache. Dann, tschüss. Ja. Bitte hab nicht Eisbeam, bitte hab nicht Eisbeam. Halt nicht. Dankeschön. Oh, das ist auch bitter. Ja gut. Nö. Ich gesagt. Hab ich gesagt. Warte mal. Nee, das wird's nicht sein. Wenn, dann bin ich aber traurig. Ich finde den Spitznamen von meinem Tentoxer mega cool. Sag mal Tentox, Alter. Jo. Oh, nee. Das ist natürlich die Frage, ne? What you going to do, ne? Oh, ah! Du fieses Ding. Bitte, bitte, bitte. Ah, okay. So geht's auch. You faggot. Oh, mir ver... Das Risiko ein, danke. Oh, mir fällt nämlich gerade was auf. Oh, mir fällt gerade was auf. Bitte nicht. Okay. Was fällt dir auf, dass du keinen Penis hast? Bist du lustig? Oh mein Gott, du bist so lustig. Dankeschön. Durr. Ja. Was? Hidden Power Grass, mein Nigga. Oh nee. Oh nein! Was auf dem Heatran? Wegen sowas wie Gastrodon. Nein, es hilft gegen Wasser, es hilft gegen Boden, es hilft gegen Gestein. Alles, was so etwas gefährlich werden könnte. Genau. Arschloch, hast du
Hab ich's denn noch sterben lassen, my friend? Das ist voll gemein. Money. Okay, ich könnte, natürlich. What? Yeah. Oh nein. Yeah. Oh nein. Okay, oh nein. Das ist jetzt problematic. Oh nee. Der sieht aber echt aus, als würde er Drogen dealen, ne? Ja, vor allem, weil er so viel Gras hat. Ich hoffe mal. Ah, du hast Luftschnitt drauf. Oh, nee, hab ich nicht. Nein. Nee, ich hab Donnerblitz da jetzt draufgepackt. Ja, darauf falle ich nicht so noch mal rein, Alter. Ja, Cutter, nee, wirklich. Mann, du Arschloch. Ich bin doch nicht blöd. Na doch. Ja, garantiert. Ich meine. Hab ich gesagt. Meine Schwester ruft gerade an. Kannst du mal cutten? Ja, ich kann cutten. Okay. Ich bin dann mal hier. So, oder sind wir wieder? Ja. Super. Genius. Ja. Ich glaube, ich verliere das. Bist du dir das ganz sicher? Ja. Oh, ich geh jetzt mal einen risky move, bitch. Das ist eher sehr dumm von dir. Oh, gut. Sehr unschlau, tatsächlich. Nö. Was? Du schneller? Ich bin gechoiced. Oh, das ist gut, dass ich dann Zap das weg habe. Jetzt habe ich wenigstens freie Bahn für meinen Drug Dealer. Ja, ich habe verloren. Ich habe verloren. Ich habe verloren. Du hast verloren. Okay, könnte ja auch sein, dass du... Nein. Bitte, bitte. Nein. Dankeschön. Nein. Boah, ey, hätte das nicht getroffen. Ich hätte mich umgebracht. Wirklich, ich hätte mich wirklich umgebracht. Wieso zählt hier nicht die Sleep-Loss? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Was für? Nein, ja, weil du dich gerestet hast. Das zählt nicht! Das ist Scheiß! Ja, die Frage ist, ja, wie verliere ich jetzt? Wie verliere ich jetzt? Mit Steel oder als Noob? Oder als Noob? Mann, wach doch auf! Akani, ich hasse dich! Oh, nur weil dein verkackter Kackvogel. Bitte, bitte. Yeah. Nein, ich wollte noch den Leech-Seed rausbringen, Mann. Das wäre so wichtig. Jetzt krieg ich das eigentlich gar nicht mehr besiegt. Okay, doch. Hab ich schon ganz vergessen. Predicted. Oh. Guck dir an, wie bulky das ist. Motherfucker. Hat aber jetzt ja, nicht viel gebracht. Ja doch, ich habe jetzt meinen Relaxo weggeworfen. Stimmt. Komm, quit. Ah, oh, schade. Boah, hättest du den bekommen ohne Scheiße? Ich hätte so gefeilt. Naja, okay. Immerhin hab ich jetzt gewonnen. Ich schreibe dir auch nochmal GG, weil du einfach ein süßer Junge bist. Nein, schaut auf seinem Kanal vorbei. Da seht ihr auch das Video mit mir, wo ich lächerlich versagt habe. Aber daran sieht man, yo, OU ist wenigstens mein Tier. Da habe ich wenigstens etwas gerissen. Und, ja. Auf jeden Fall trotzdem verdienter Sieg, würde ich sagen. Glebber, du hast 3-1 gewonnen. Yeah. Starker Shit. Und ja, ich hoffe, euch hat... Ich habe nur verloren, weil du Visafloor Heat Trend Core hast. Nur deswegen. Stimmt, und ich habe nur verloren, weil ich schlecht war und nicht, weil ich irgendwie weggehext wurde in den letzten 3 Kämpfen. Aber das ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall trotzdem verdient gewonnen. Und schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Er macht super Videos, meine Lieben. Also wenn ihr auf Showdown steht, vor allem mal vorbeisehen. Er macht aber auch ein bisschen Casual, also so... Pokémon MMO. Ist auch richtig funny. Aber du machst jetzt eine Pause drin, ne? Bitte was? Du machst eine Pause in Pokémon MMO, meintest du? Nee, das ist wieder drin. Achso, okay. Das ist wieder drin. Okay, und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, Kanal in der Beschreibung, wie auch immer, wie schon gesagt, 30 Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ihr könnt ja auch mal irgendwie bewerten, wenn ihr den Glabberhaufen öfters bei mir sehen wollt. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao. Tschüss.